Hallo, hier ist Friederike von The Joy of Syntax and English in Color. Ich habe gerade auf Englisch ein langes Video gemacht, wo ich die Wortarten erkläre. Und zwar verwechseln viele Leute Wortarten, wie zum Beispiel Nomen und Verben, mit den Satzgliedern, mit den Namen für Satzglieder, wie zum Beispiel Subjekt und finite Verbform. Und da wollte ich mal anfangen, so eine Serie zu machen, wo ich Wortarten erkläre, Satzglieder erkläre und so ein paar andere wichtige Begriffe, die Leuten immer Bauchschmerzen und Angst machen und sie davon abhalten, sich mit Grammatik zu beschäftigen. Ja, und ich dachte, ich finde Grammatikunterricht wichtig, wenn er richtig gemacht wird. Wenn er falsch gemacht wird, ist er schrecklich, schädlich, langweilig, fürchterlich. Aber wenn er gut gemacht wird, holistisch gemacht wird, dann ist er wie so ein Power-Tool. Und ja, ich bin ja begeisterte Philologin und Grammatik, besonders Satzbau, ist ja eins meiner Spezialgebiete, weil ich finde, dass es so befreiend ist, das gut zu verstehen. Ja, und da dachte ich, jetzt mache ich mal ein kurzes Video. Jetzt quatsche ich schon wieder so, dass es ein bisschen schlecht aussieht mit der Kürze, aber ich versuche das jetzt zu raffen. Und da wollte ich euch eigentlich nur den Wortursprung der Wortarten erzählen und ganz kurz Beispiele geben. Und da teile ich jetzt ganz schnell meinen Bildschirm und fange mal an. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich dann ja auch fragen. Und ansonsten, ja, guckt doch erstmal, wie weit ihr hier mitkommt. So, traditionell gesehen gibt es 8 Wortarten. Manche Leute sagen, es gibt mehr. Also manche tun zum Beispiel so Zahlwörter und Artikel und Partikelwörter und andere Sachen, noch andere Wörter noch in verschiedene Untergruppen. Halte ich nicht für sinnvoll. Klassisch gibt es 8 Wortarten und die mache ich euch heute schmackhaft und dann erkläre ich euch noch ein bisschen über ein paar Unterschiede zwischen Wortarten. Also, hier sind die 8 Wortarten. Es gibt Nomen, Pronomen, Adjektive, Verben, Adverben, Präpositionen, Konjunktionen und Interjektionen. Und hier geht's los. Nomen, das Wort kommt aus dem Lateinischen, wo es auch Nomen heißt. Und das heißt einfach Name. Also Nomen sind Wörter, sind eigentlich die Namen für Objekte und Konzepte, also für Objekte, die ich anfassen kann und für abstrakte Objekte sozusagen. Ja, also wenn ich hier mein Handy habe, dann ist das ein konkretes materielles Objekt, das ich anfassen kann. Und wenn ich jetzt Liebe sage, dann ist das ein Konzept, dann ist das ein abstraktes Objekt. Ich kann es nicht mit meinen Händen anfassen, aber ich kann es mir vorstellen. Und ja, dann gibt es natürlich Eigennamen, das sind dann spezielle Nomen. Aber also ein Nomen ist eine Wortgruppe, wo eben Wörter drin sind, die sich auf Hauptwörter beziehen, die sich auf Objekte beziehen im konkreten oder abstrakten Sinne. Pronomen. Pro heißt für, Nomen heißt Name. Wortwörtlich ist es für das Nomen. Pronomen sind Wörter, die Stellvertreter sind für Nomen. Und wenn also Pronomen auftreten, die Stellvertreter, dann verschwinden die Wörter, für die sie Stellvertreter sind. Also wenn wir ein Pronomen haben, ist das Nomen nicht zu sehen. Denn es wird ja durch das Pronomen vertreten. Beispiele gibt es gleich. Erstmal will ich nur die Wörter erklären, ja? Adjektiv, das kommt vom Lateinischen adjacere. Jacere ist ein Verb, heißt schmeißen, ad heißt dran. Also dran schmeißen, adjacere heißt dran schmeißen. Adjektive sind Wörter, die sozusagen an Nomen dran geschmissen werden und diese Nomen näher beschreiben oder erklären. Und da gibt es solche Adjektive, die malerisch beschreiben, also mehr so auf die Qualität des Nomens hingehen. Und dann gibt es so eingrenzende Adjektive, wie zum Beispiel, aber da sage ich gleich was zu. Okay, Verb kommt von dem lateinischen Wort Verbum und heißt dort erstmal das Wort und dann auch schon das Verb. Und ein Verb ist ein Wort, was
Handlungen und Seinszustände, eine Handlung oder einen Seinszustand beschreibt. Also wenn ich sage, mein Hund schläft, das ist so eine Art Handlung, oder ich esse ein Brot, Essen ist eine Handlung, und ich bin hier, das ist ein Zustand. Und es gibt drei große Arten von Verbklassen, die intransitiven Verben, die kein Objekt brauchen, die transitiven Verben, die ein Objekt brauchen und die Kopularverben, wie zum Beispiel das Verb sein oder das Verb werden, die eigentlich keine Handlung ausdrücken, sondern nur einen Seinszustand. Und diese Kopularverben sind so ein bisschen wie Gleichheitszeichen, also A gleich B und dann haben wir stattdessen ist B, ne? Also mein Hund ist süß. Ja, aber welche Arten von Verben es gibt, darüber kann ich auch nochmal ein Video machen. Also Verben sind Wörter, die Handlungen und Seinszustände ausdrücken. Adverb kommt aus dem Lateinischen adverbum, zum Wort gehörig und zum Verb gehörig. Adverben können ganz nah mit Verben verknüpft werden, zum Beispiel laufen ist ein Verb, schnell laufen ist ein Adverb, was dann beschreibt, wie ich laufe. Aber Adverben können auch zu anderen Wörtern gehören. Zum Beispiel sage ich, mein Hund ist sehr niedlich, dann gehört das sehr zu niedlich und beschreibt eben das Adjektiv oder begleitet das Adjektiv. Ja, beschreibt auch. Oder total niedlich, unglaublich niedlich, ne? Also Adverben begleiten nicht nur Verben, sondern auch andere Wörter oder Phrasen oder sogar manchmal Satzteile. Darum ist es wichtig, dass man weiß, dass Verbum sowohl Wort wie auch Verb heißt. Deswegen ist es heißt also zum Wort gehörig und zum Verb gehörig. Präposition kommt von präponere. Prä ist vor, voran und ponere setzen, stellen, legen. Also präponere, voransetzen, voranstellen, voranlegen. Präpositionen sind Funktionswörter, die ich vor Nomen und nomenartige Gebilde stelle und damit die Beziehung dieser Nomen zu anderen Wörtern regle. Ganz platt nehme ich wieder mein Handy. Hier ist mein Handy und hier ist ein Bleistift. Jetzt lege ich das Handy ist in meiner Hand. In regelt die Beziehung zwischen Handy und Hand. Jetzt habe ich meinen Bleistift, den lege ich auf das Handy. Auf regelt die Beziehung zwischen Bleistift und Handy, neben dem Handy, unter dem Handy, auf dem Tisch. Also im konkreten Sinne sind Präpositionen erstmal ja, Wörter, die die räumliche Beziehung zu Dingen oder Elementen regelt und dann im Abstrakten aber auch die Beziehung für abstrakte Begriffe. Zum Beispiel, ich interessiere mich für Bücher über Grammatik und das ist ja was Abstraktes, denn es ist ja nicht eigentlich das Buch selber, sondern der Inhalt des Buches. Wir reden über das Problem. Ne? Also das sind dann, da benutzen wir dann Präpositionen, um über abstrakte Beziehungen zu reden. Und Präpositionen sind immer sehr schwierig in allen Sprachen, die ich überblicke. Eine Konjunktion ist ein folgendes Wort. Also erstmal, es kommt aus dem Lateinischen conjungere. Jungere ist ein Verb und heißt verbinden. Con heißt mit. Eine Konjunktion verbindet also Teile miteinander. Konjunktionen sind Funktionswörter, die zwei Wörter, zwei Phrasen oder zwei Sätze miteinander verbinden. Und da gibt es zwei Verbindungsmöglichkeiten. Die erste ist auf demselben Niveau, auf Augenhöhe, zum Beispiel Tom und Jerry. Aber es gibt auch Konjunktionen, die Nebensätze an Hauptsätze dranhängen, also die sozusagen unterordnende Funktion haben. Also die dann, wenn man diese Konjunktion vor einen Satz schaltet, dann wird der untergeordnet, wird ein Nebensatz. Und über den Unterschied von Haupt- und Nebensätzen rede ich tatsächlich in einem anderen Video schon und kann das auch gerne noch weiter ausbreiten. Ja, also Konjunktionen, das sind diese Funktionswörter, die eigentlich so Sachen miteinander verschalten, verbinden. Das sind Scharniere, ja. Und als letztes haben wir eine Wortart, die nicht so wichtig ist, aber trotzdem ja doch auch existiert. Das sind Wörter, Interjektionen, erstmal Erklärung, Entschuldigung. Interjackere heißt dazwischenwerfen. Wir hatten ja schon adjackere dranwerfen und interjackere ist dazwischenwerfen. Das sind Wörter, die eigentlich Emotionen ausdrücken und die in den Text geschmissen werden oder in einen Satz reingeschmissen werden. Um eben
Emotionen auszudrücken. Ja, das sind alle 8 Wortarten. Oh, und jetzt wird mein liebes Hundebaby wieder unruhig. Der hat so manchmal diese Begabung, lange, lange zu schlafen und nicht gestört werden zu wollen und dann aufzuwachen, wenn ich gerade ein Video mache. Ja, jetzt gebe ich euch Beispiele im Deutschen und im Englischen. Also, im Deutschen Nomen haben wir Eigenworte sind Rudolf, das ist nämlich mein Hund, der Tisch, das Objekt, die Liebe, die Idee. Pronomen, ich, du, wir, mir, dir, jemand, keiner, irgendwas. Es gibt die Personalpronomen in den verschiedenen Fällen, dann gibt es indefinitive Pronomen, diese Negativpronomen wie keiner und so weiter. Es gibt viel, viel mehr natürlich, das ist hier nur eine Auswahl, damit ihr einen kleinen Eindruck habt. Adjektive, lieb, schön, lecker, mein. Mein ist ein besitzanzeigendes Adjektiv, mein Hund. Und in Schulbüchern und in vielen Grammatikbüchern werden Possessiv-Adjektive und Possessiv-Pronomen oft verwechselt. Ich gebe euch ein mündliches Beispiel, ist jetzt kein Text da. Mein Hund ist lieb, mein ist ein Possessiv-Adjektiv. Es steht vor meinem Hund, mein Hund. Das Handy ist meins, das ist meins. Das und meins sind Pronomen. Meins steht für mein Handy. Ich kann sagen, das ist mein Handy oder das ist meins. Meins steht für die Nomenphrase, das Ganze, die Nominalphrase. Also kann alleine stehen, muss alleine stehen, das ist ein Pronomen. Also es gibt Possessivpronomen und es gibt Possessivadjektive. Okay, Verben, die manchmal Tu-Wörter genannt werden, aber es sind ja nicht nur Tu-Wörter, sondern auch Seinswörter. Haben, sein und werden sind die drei wichtigsten Verben in der deutschen Sprache. Die muss jeder Deutschlernende als erstes gut konjugieren können, aber nur hauptsächlich im Präsens und im Perfekt oder vielleicht die auch dann im Präteritum. Tun, gehen, hüpfen, essen und so weiter. Nur ein paar Beispiele. Adverben, zum Beispiel heute, jetzt, gestern, morgen, da, dann, nicht. Schnell kann auch mal ein Adverb sein. Aber es kann auch ein Adjektiv sein. Und das Schwierige ist, dass wir ja die Form von Adverben und Adjektiven nicht unterscheiden. Also ein Adjektiv wird ja konjugiert, wenn es vor einem Nomen steht, aber nicht konjugiert, wenn es als Satzglied fungiert. Und dann kann man manchmal das von der Form her nicht so unterscheiden. Da muss man halt Grammatikkenntnisse haben, um zu wissen, ob ein Wort ein Adjektiv oder ein Adverb ist. Zum Beispiel, er ist schnell gelaufen, dann ist schnell ein Adverb. Er ist schnell, dann ist schnell ein Adjektiv und fungiert als Satzglied. Aber dazu mehr im nächsten Video. Gut, Präpositionen in, an, unter, vor, hinein, dran, herum sind Beispiele. Konjunktionen und aber, weil, obwohl, als, während. Und aber sind Koordination, also Konjunktionen, die koordinieren und weil, obwohl, als, während, die leiten Nebensätze ein. Es gibt natürlich noch mehr von beiden Sorten, aber ich habe ja nur ein Beispiel genannt. Und Beispiele von Interjektionen, den Reinschmeißwörtern sind oh, pfui, igitt, juhu und yippie. Jetzt machen wir das Ganze nochmal auf Englisch. Nomen heißen Nouns. Tom, Table, Object, Love, Idea and Concept. Pronouns, das sind Pronomen, Pronouns. He, she, me, him, her, they, someone, mine, and this. Adjectives, das sind die Adjektive, including limiting adjectives like possessive adjectives. Nice, happy, my, and this. Verbs sind die Verben, be, have, do. Das sind die allerwichtigsten englischen Verben. Go and will sind auch sehr wichtig. Und dann natürlich love, can, eat, sleep, become, etc., etc. Adverbs, Adverbien, Adverbs. Yesterday, now, then, there, how, when, no. No kann auch mal ein Adjektiv sein. Das kommt halt drauf an. Bei vielen Wörtern kann man nicht sehen, zu welcher Wortart es gehört. Da muss man es im Kontext sehen. Und dafür gibt es ja dann diese kostenlos verfügbaren Online-Lexika, von denen ich euch gleich eine Kostprobe gebe. Prepositions, Präpositionen. Up, under, before, in, into, at and on are just examples. Conjunctions, and but are coordinating conjunctions. Because, although, before and while are subordinating conjunctions. Also conjunctions, Konjunktionen und interjections. Examples, no, yuck, hey, yay, and yippee.
Okay, das war das. Jetzt habt ihr schon mal eine Grundvorstellung. Jetzt kommen noch ein paar kleine Feinheiten. Also, leider haben einige moderne Linguisten eine neunte Wortart eingeführt und die nennen sie die Terminer. Und das sind aber größtenteils eingrenzende Adjektive, mit der Ausnahme von a lot, wo es ein Nomen ist, und dann auch einigen Pronomen, aber hauptsächlich eingrenzende Adjektive. Und wenn man in Oxford-Wörtern nachguckt, dann benutzen die das Konzept dieser Determiner. Also immer wenn was ein eingrenzendes Adjektiv ist oder eine besondere Art von Nomen oder Pronomen, was immer nur vor anderen Nomen erscheint, dann nennen die Oxford Dictionaries das Determiner. Aber alle Webster Dictionaries bleiben beim Konzept der Limiting Adjectives und nennen die einfach nur Adjectives. Und das Possessivadjektiv my ist zum Beispiel so ein Fall. Wenn man das beim Webster nachguckt, dann steht da Adjektiv. Wenn man es beim Oxford nachguckt, steht da Determiner, aber die meinen dasselbe. Ich finde es blöd, dass Oxford das so gemacht hat, dass die Linguisten können ja tun, was sie wollen, aber warum machen die es kompliziert? Es sind eingrenzende Adjektive, die eingrenzenden Adjektive und die allgemeinen Adjektive haben sehr viel mehr gemeinsam, als was sie trennt. Naja, wenn ihr mal schaut, welcome to my home. My steht vor dem Nomen home und sagt, dass es eben mir gehört, my home. I enjoy my job very much. My job, wir haben wieder, das ist ein Adjektiv vor einem Nomen. My favorite TV show. Da haben wir dieses limiting Adjektiv, das eingrenzende Adjektiv, das Possessivadjektiv mein. Dann haben wir ein allgemeines Adjektiv favorite und dann TV show ist ein zusammengesetztes Hauptwort. Ja, und die Beispiele sind dasselbe bei Oxford, ne? My passport, mein Pass, my feet, meine Füße. Ja, ich muss euch das sagen, denn ich empfehle beide Lexika. Ich finde sie beide wunderbar. Sie haben Vor- und Nachteile, je nachdem. Wenn man amerikanisches Englisch studiert, unbedingt Webster benutzen. Wenn man britisches studiert, unbedingt Oxford benutzen. Aber auch die amerikanisch studieren, können manchmal bei Oxford ganz gut was nachgucken, weil die sehr schön die Verbformen und die Stammformen auflisten. Die machen das übersichtlicher als Oxford, als Webster. Webster ist aber präziser mit der Aussprache, mit der Lautschrift. Und ich finde die Beispiele sehr schön und ich finde auch die Aufmachung besser. Also das ist aber auch Geschmackssache. Also ich finde beide Lexika wirklich sehr wunderbar und ich benutze die beide. Und da ich sie beide empfehle und da eben viele Online-Lexika existieren und einige davon sehr gut sind, ist es wichtig, dass man weiß, dass wenn man das nachguckt, dass manche Lexika sich eben an diese moderne neunte Wortart halten und Webster aber mit der klassischen Grammatik geht. Jetzt will ich noch Nomen und Verben gegenüberstellen. Und zwar wollte ich als Beispiel nehmen das Wort Object, wenn das ein Nomen ist. Ich muss mal ganz kurz Pause machen und meinen Hund rauslassen. Sonst haben wir hier ein kleines Malheur, das geht nicht. Moment. Also, ich bin gleich wieder da. So, jetzt geht's weiter. Mein Hundelein ist gerade mal draußen und der Papa passt auf. Okay, also wenn wir das Wort sehen, dieses hier, dann können wir gar nicht wissen, wie es ausgesprochen wird, weil wir ohne Kontext nicht wissen, ob es ein Nomen ist, ein Noun, oder ein Verb, ein Verb. Wenn es ein Nomen ist, wird es auf der ersten Silbe betont und Object ausgesprochen oder Object. Und wenn es ein Verb ist, wird es auf der zweiten Silbe betont und so ausgesprochen. Object. Ja, also das ist sehr, sehr, sehr verrückt. Ich bin ja ein großer Fan von Aussprachetraining und davon, dass man die Lautschrift lernt. Da habe ich ja auch einen ganzen Kurs und ein ganzes Buch zu und coache das auch. Und hier sieht man, dass sich Grammatik und Bedeutung und Aussprache treffen. Ja, ein Nomen ist ein grammatikalisches Konzept und es ist auch eine Wortart, es ist ein Wort, Object und to Object. Ja, das dazu. Dann wollte ich mal nochmal Pronomen und Adjektive gegenüberstellen. Wenn ich zum Beispiel, ich muss mich da mal aus dem Weg räumen, ich hoffe, dass Zoom das mitmacht. Das wäre ja jetzt blöd, wenn das nicht klappt. Also, sagt
ohne Kontext, kann ganz viel sein. Das kann auch noch eine Konjunktion sein und ein Adverb sein. Aber darüber rede ich jetzt nicht. Ich rede jetzt, kann eine Konjunktion, ein Adverb, ein Pronomen, ein Relativpronomen, ein Adjektiv sein. Aber hier stelle ich nur mal die beiden, das Pronomen und das Adjektiv gegenüber. Wenn es alleine steht, ist es ein Pronomen. That is my book. Wenn es vor einem Nomen steht, dann ist es ein Adjektiv. That boy hit me. Ja, ihr könnt ja das Video pausieren und das dann nachschauen. Und wenn ihr jetzt dieses that bei Oxford nachschaut, wird da Determiner stehen. Und da wird aber dann Pronomen stehen. Ja, das ist eine schwierige Angelegenheit. Aber so ist es. Oh, da hat mein Magen geknurrt. Ich muss unbedingt was essen. Jetzt zeige ich euch noch Präpositionen und Adverben. Das Wort in kann auch ein Adjektiv sein und eine Präposition und ein Adverb. Und man kann es leicht unterscheiden. Und dabei hilft einem wieder das kostenlos verfügbare Lexikon oder sogar mehrere. Es gibt ja viele. Also, wenn es eine Präposition ist, steht es eben vor einem Nomen oder einer nomenartigen Struktur. We went for a swim where? In the lake, im See. She went in and closed the door. Sie ist reingegangen und hat die Tür hinter sich verschlossen. They have a house in the country. Wir haben ein Haus auf dem Lande. Das ist schon mal interessant. In the country, auf dem Lande. Wenn man da vom Deutschen ins Englische übersetzt, kann man da auch schnell Blödsinn machen. Und I lost my key and now I can't get in. Ich habe meine Schlüssel verloren und jetzt kann ich nicht rein. Ja, da kriegt man ein gutes Gespür dafür. Das Adverb geht mehr ans Verb dran tatsächlich in dem Fall und wird, und da steht nicht eine nomenartige Struktur dahinter. Und bei der Präposition meistens, ja, ganz in wenigen Fällen, wenn man eine Passivkonstruktion hat oder dann kann auch mal die Präposition hinten angestellt werden, aber das diskutieren wir jetzt heute nicht. Okay, das war's. Das ist Ausschnitt aus meiner neuen Webseite. Mein lieber Designer hat für mich meine English in Color Webseite ganz neu gemacht. Er hat gesagt, da war viel zu viel drauf, das war viel zu unübersichtlich und außerdem hat er ein neues Theme genommen und jetzt sieht es richtig schick aus. Also die hat er auch vorher schon ganz toll gemacht. Aber jetzt ist sie eben noch moderner. Genau, und da könnt ihr mal hingucken und schauen, was es so da gibt, ob es euch gefällt. Könnt ihr euch auch für meinen Newsletter eintragen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich ja fragen da in der, ich denke, die Kommentar-Section, wo man die Kommentare, the Comment-Section, also wie heißt das, ist egal. Die ist nicht abgestellt, da könnt ihr mich Sachen fragen. Und im nächsten Video erzähle ich euch was über Satzglieder, damit ihr Satzglieder, Subjekt zum Beispiel und Wortarten, Nomen, ne? Nomen und Subjekt. Subjekt ist ein Satzglied, Nomen ist eine Wortart und die werden oft verwechselt. Und dabei helfe ich euch jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schenkt mir doch einen Daumen hoch, teilt das Video und ich sehe euch im nächsten Video. Tschüss, schönen Abend. Ich gehe jetzt was essen.